Upbeat Days. Hab ihn gefunden. Der am skeptischsten von uns allen war. Oh, die Schweinebande. Sollten wir jetzt alle mal in die Hocke gehen? Ja. Ja, los, lass alle mal in die Hocke. Und keiner schießt. Vielleicht wird es wieder offener Kreis. Vielleicht ja, mach dich auf, lass uns mal in der Hocke bleiben. Ja, vielleicht ja, kriegen wir den irgendwie. Vielleicht sollten wir alle mal einen Brief schreiben. Das ist so in Richtung Weg hier hoch. Hab ich vielleicht gemacht wie im richtigen Leben, ne? Musst du erst 10 Stunden spielen, damit du auch so stinkst wie der. Das ist bestimmt der Dog, der sich verkleidet hat. Der hat sich nur übergroße Schuhe angezogen und verarscht die Leute. Soll ich mal gucken, soll ich mal den Lunch gucken, ob wir schon eine Briefe haben vom Doc? Ein kleines Rehlein, ne? Mit Gummistiefel an. Was? Speckputzhole. So, jetzt habe ich aber keine Spur mehr hier. Ich habe hier auch keine Spur mehr. Achtung, mal gucken. Ich habe keinen geschlossenen Kreis, aber was hier. Ich habe einen geschlossenen Kreis, Marlin. Ja, also ich habe jetzt keine Spur mehr gerade zu in den Weg. Ja, hier brauchen wir keine mehr. Muss immer wieder zu einem im Wasser gegangen? Vielleicht durchs Wasser? Darok, bei dir drüben vielleicht irgendwas? Ich hab hier nur Rehspuren. Okay. Ja. Wasser hoch, entweder zum Wasser durch oder nicht wieder hoch in den Wald. Da, hier bei mir, im Wald oben. Ja, hier, Wald. Hier, bei mir ist eine Spur. Warte, hier hinten kommt eine Spur bei mir, wo ich hinlaufe. Ja, bei mir ist auch eine. Bei dir drüben? Bei mir drüben, genau wo ich stehe. Das ist schon ältere Spuren. Und das ist eine Spur. Hier kommt eine Spur zurück. Also von den Füßen her geht die weg vom Wasser. Hallo. Wo ich stehe, kommt die Spur zurück. Okay. Hier oben ist die nächste Spur bei Tampi. Ich geh mal rüber zu Karak. Na jo, mach mal. Ich weiß nicht, das ist ja immer gescheit, wenn wir uns ein bisschen aufteilen. Weil das Problem ist, wenn das Kreuz, das wird ja nicht angezeigt, nämlich, ob das Flüchten oder sowas ist, nämlich, dass das Kreuz, ne? Wir haben durchgestrichene Linie. Das ist immer ein Scheißzeichen. Richtung Tampi, alle das mal geduckt jetzt. 200 Meter weg. Alle mal geduckt. Wir hatten ja gerade wieder gepfiffen. Aber die Spur ist hier nicht gut. Ja, du, Uwe, Tiere hauen beim Pfeifen nicht ab, das machen nur die Vögel. Genau. Also alles, was du an Vögel jagen kannst, die fliegen los, wenn du pfeifst. Die Tiere nun mal nicht. Ah, hier haben wir die nächste. Oh, Spur mit schwarzem Kreis. Ja, hab ich aber auch eine Spur. Schwarze Kreis ist weg. Aber auch weiter, komischerweise. Hier, bei mir geht's ja über die Spur. Die Frage ist jetzt, jetzt das Ende der Spur oder der Anfang? Nicht das ja, pass mal auf, der Anfang war vorhin ungefähr hier, wo Tambi die Kringel gemalt und so wie das jetzt hier ausschaut, geht das nämlich dann über. Ich glaube, bei den anderen drüben ist richtig. So, da oben läuft er. Okay. Immer von rechts nach links läuft er gerade. So, dann lass uns zählen und dann schießen wir. Negativ, ich sehe nichts. Ich würde sonst jetzt schießen. Verbuggt oder was? Also ich hab jetzt 70 Meter. Jetzt ist er aufgeploppt. Ja, er ist weg. Also ganz ehrlich, du hast ihn voll getroffen. Du ja, er ist einfach verschwunden. Ich hab's jetzt auf Video. Ich hab ihn getroffen. Und er ist einfach unsichtbar geworden. Das ist ein Bug. Nee, bei mir nicht. Also du hast ihn getroffen, er ist zusammengezuckt und weggelaufen. Ja, wollen wir mal hingehen, ob es da blutet? Ja, bei mir auch. Und bei mir ist er auch aufgeploppt. Aber bei mir